Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe Klein und Fein. Heute versuche ich es mal wieder in 5 Minuten. Ein kleines Spiel mit wenig Regeln, kurzem Aufbau und einer kurzen Spieldauer, was zumindest aber bei uns auf dem Tisch trotzdem für Spielspaß gesorgt hat. Heute eine kleine Neuheit, nämlich Tricks. Alles, was ihr für Tricks braucht, ist dieser Kartenstapel, dieser Block und für jeden, der mitspielt, noch ein Stift. Immer eine Seite auf diesem Blatt wird pro Partie, pro Mitspielende gebraucht. Ihr teilt von diesem Handkartenstapel an jede Person 5 Handkarten aus. Anschließend macht ihr 3 Stapel, wobei dann einer verdeckt in der Mitte liegt und rechts und links jeweils ein offener. Und das war auch schon die ganze Vorbereitung und jetzt könnt ihr starten. Wenn ihr an der Reihe seid, habt ihr immer genau 3 Aktionsmöglichkeiten. Aktionsmöglichkeit 1, ihr zieht. Ihr dürft dabei genau 2 Karten ziehen und ja genau 2, außer ihr habt 9 Karten, denn das Handkartenlimit ist 10, dann ausnahmsweise nur eine. Dabei dürft ihr wählen, nehmt ihr eine der offenen, ausliegenden von rechts und links oder nehmt ihr verdeckt aus der Mitte oder mixt ihr das Ganze. Das ist Aktionsmöglichkeit 1. Aktionsmöglichkeit 2 ist, ihr werft Karten ab. Also die kommen dann weg zu einem allgemeinen Ablagestapel. Das dürfen aber immer nur Karten des gleichen Zahlenwerts sein. Denn auf diesen Karten habt ihr die Zahlen von 1 bis, ich glaube, 12. Ja, genau, logischerweise bis 12. Und das heißt, habt ihr 3 Achten auf der Hand, dürft ihr die 3 Achten wegwerfen. Aber immer nur Karten der gleichen Zahl. Warum das vielleicht sinnvoll ist, das erschließt sich manchmal erst gegen Ende des Spiels. Oder Aktionsmöglichkeit 3, und das ist das, was ihr eigentlich machen möchtet, ihr dürft hier etwas ankreuzen. Dafür legt ihr nämlich Karten ab. Und ihr seht hier, wir haben die Werte 1 bis 12 in unterschiedlicher Anzahl. Ihr dürft dann immer den Wert ablegen. Das heißt, ihr dürft entweder eine Karte ablegen, die einfach den Wert hat. Das heißt, bei dieser Karte dürftet ihr die 12 ankreuzen. Oder ihr legt 2 Karten ab, die zusammen diesen Wert ergeben. Auch dann dürft ihr den Wert ankreuzen. Ihr dürft das natürlich auch sehr gerne kombinieren. Das heißt, ihr legt zum Beispiel eine 8 und eine 4 ab. Ihr legt 2 Sechsen ab und ihr legt eine 12 ab und dann dürft ihr 3-mal die 12 ankreuzen. Das ist die Möglichkeit, wo ihr eben auch Karten unterschiedlicher Werte ablegen könnt. Ja, jede Zahl, die ihr sozusagen ablegt, kreuzt ihr einfach an. Ups. Und solltet ihr eine Reihe voll haben, dann dürft ihr, kleine Kettenreaktion, in einer beliebigen anderen Reihe auch nochmal eine Zahl ankreuzen. Wer das zuerst komplett geschafft hat, der gewinnt das Spiel. Die Regeln für Tricks sind wirklich sehr schnell erklärt. Wie ich eben schon gesagt habe, die Aktion 2 Karten wegzuwerfen, das macht tatsächlich nicht unbedingt erstmal Sinn. Also man denkt sich erstmal, warum soll ich Karten wegwerfen? Aber es gibt zum einen eben auch noch die Sache, wenn ihr eure Kartenhand leer habt, dürft ihr komplett 5 neue Karten vom verdeckten Stapel nachziehen. Das heißt, es ist schon mal ganz gut, wenn ihr irgendwie nur noch Karten auf der Hand habt, die euren Wert zum Beispiel nicht mehr machen lässt. Also ihr habt zum Beispiel nur noch eine 3 und eine 4, die ihr ankreuzen müsst, habt aber 7 und 8 auf der Hand, dann werdet ihr das damit ja nicht bilden können. Also weg damit und 5 neue Handkarten ziehen. Die andere, wie ich finde, auch noch so ein bisschen taktische Raffinesse ist, dass man ja sieht, was die anderen noch brauchen. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich sehe, die Spielerin, die nach mir dran ist, braucht noch unbedingt eine 4, weil da ist noch eine 4, sind noch 4en offen und es liegen auf den offenen Stapel 4en, dann nehme ich da vielleicht die Karten, obwohl ich die für mich selbst gar nicht brauche, aber ich will natürlich verhindern, dass die nächste Person vor mir noch alle Kreuze ankreuzen kann. Also für mich ein Spiel, was wirklich jetzt, es ist natürlich kein mega komplexes Spiel, was man jetzt einen ganzen Abend lang spielt. Aber wir haben zu viert da eine Runde gespielt und eigentlich, weil wir aber an dem Abend viele Sachen testen wollten, aber ich glaube, jeder hätte nochmal direkt was mitgespielt, wandert jetzt auch auf jeden Fall in meine Tasche für Spiele, die man auch mal mitnehmen kann für unterwegs. Und wenn ihr so ein kleines, feines Spielchen sucht, bei dem ihr noch ganz nebenbei mit den Kindern ein bisschen Kopfrechnen üben könnt, dann ist Tricks auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Und ich würde sagen, zu Genüge Extrazüge, ein klein und fein, und ich habe es, glaube ich, diesmal in 5 Minuten geschafft. Tricks aus dem NSV-Verlag. Viel Spaß beim Spielen.